Ja, grüß euch, da ist wieder die Natalie vom Seelenheil. Heute gibt's wieder ein neues Zeichen aus der Reihe der Under-D. Und so das sechste von 11 Befreiungszeichen. Und das sechste Zeichen nennt sich Stil. Stil heißt Schuld kann gehen. Schuld, die du dir selbst gibst oder die du auf andere projizierst. Es löst Projektionen auf, also alles, was du anderen aufprojizierst, das darf sich auflösen. Es löst Ärger auf, dieses Zeichen. Es lässt Ruhe zu. Ja, also du kannst wieder Ruhe in dir zulassen und eine neue Ordnung, eine harmonische Ordnung kehrt in unser System mit diesem Zeichen ein. Wenn deine Gedanken mit Schuldzuweisungen an andere durchdrungen sind, dann sind das meist deine Themen, die du auf andere Personen projizierst. Ja, deine Schuldgefühle, deine Schuldthemen projizierst du dann auf andere. Und wir sehen dann in anderem das, was uns an uns selbst stört. Ja, hat man sicher schon oft beobachtet, will man sich nicht eingestehen, ja. Aber diese Zeichen sind ja dazu da, oder generell dieses Arbeiten an deinem Lebensplan ist ja auch dazu da, dass du zu dir selbst ehrlich bist, ja. Und wenn du zu dir selbst ehrlich bist, kannst du auch weiterkommen. Wenn du zu dir nicht ehrlich bist, ja, und sagst, nee, das stimmt ja gar nicht, obwohl du weißt, dass es stimmt, ja, du musst ja niemandem etwas beweisen oder dich von niemandem rechtfertigen, sondern nur vor dir selbst, dann wird es nicht funktionieren, ja. Aber hör in dein Inneres rein oder beobachte dich mal selbstbewusst, ne, ob du immer gleich loswetterst und losdonnerst, wenn irgendjemand was macht, ja, keine Ahnung, zu langsam fährt, zu schnell fährt. Ja, so Kleinigkeiten halt, ne? Und ob du da gleich loswetterst, na, schau, was der gemacht hat und dies und das und jenes, ne? Ja, vielleicht machst du das ja auch selber hin und wieder mal, ne? Ja, also für dieses Zeichen steht eben für diese Themen. Ich habe es ja schon oft gesagt, das Thema Schuld ist sowieso ein Irrtum, Schuld gibt es nicht. Ja, das habe ich schon in auch vielen anderen Videos immer wieder betont und sage es auch jetzt wieder, es gibt ausschließlich Lebenserfahrungen. Schuld ist eine Ansichtssache und Schuld ist aber auch immer ein Irrtum. Durch dieses Zeichen kann Schuld gehen, kann sich auflösen auf allen Ebenen. Und es kehrt wieder eine heilsame, harmonische Ordnung in dein System ein. Ja, das Zeichen, also das Frequenzbild zeige ich euch jetzt mal. Das sieht so aus. Also, das ist das Frequenzbild von Stil. Und bedeutet eben, Schuld kann gehen. Ich beende alle Schuldzuweisungen und meine eigenen Projektionen löse ich auf. Genau. Und was mit diesen Zeichen noch leichter geschieht, was noch leichter vonstatten geht, ist, dass du vergibst und verzeihst. Ja? Auch Menschen, wo du meinst, die haben dir Unrecht getan, fällt es dir dann viel leichter zu vergeben, zu verzeihen. Und das wirkt sich dann auch enorm auf dein Umfeld aus. Also wenn du eine Person bist, der ständig Schuld aufgeladen wird oder ja, die ständig eigentlich immer alles abkriegt, auch das wird sich dann nach und nach lösen können. Ja, das wird sich verändern. Du bist dann nicht mehr der Sündenbock und wirst ständig für alles beschuldigt. Das darf dann auch, weil ja du in deinem System alles aufgelöst hast,
strahlst du das natürlich auch nach außen und die Resonanz ist nicht mehr da, dass dir Schuld aufgebürdet wird. Ja? Und wenn du diese ganzen, wenn wir dann alle 11 Befreiungszeichen haben, du mit allen mal gearbeitet hast, bist du von allen Blockaden befreit, ja, und kannst wirklich wieder in dein, ja, zu dir finden, zu deinem Sein, ja, wie du bist. Ja, genau, es gibt auch noch ganz interessante Erfahrungen mit diesem Zeichen. Schuldthemen, die rufen oft körperliche Beschwerden hervor. Also wenn du irgendwo eine Stelle hast, wo du dich immer wieder verletzt, ja, oder wenn du gerade jetzt Schmerzen hast, dann male dieses Zeichen genau an diese Stelle auf und es kann wirklich sein, dass durch das Linderung hervorgerufen wird, ja, weil sich die Schuld ja auch wirklich dann vom Energiekörper auf den physischen Körper manifestiert, abspeichert, was auch immer, ja. Mit diesen Zeichen kannst du wirklich am Körper arbeiten. Ja, und du bist jetzt frei für all das, was dich begeistert, was dich erfüllt. Und es ist ein Fluss da und die ganzen Blockaden sind aus dem System aufgelöst. Ja, dann werden wir mal gemeinsam dieses Zeichenstil malen. Und du weißt ja, du kannst es wieder anwenden, so wie es für dich passt. Ja, du kannst es wieder in den Raumzeichen mit deiner Handfläche, du kannst es auf ein Papier malen und aufhängen. Also ich habe es eh schon öfter erwähnt, du kannst ein Glas Wasser draufstellen und das Wasser damit informieren. Du kannst es unter das Kopfkissen legen, also so wie es für dich, du kannst es einstecken, die Geldtasche und so weiter. Also da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gut, dann starten wir los und malen es gemeinsam. So, dann starten wir los. Die erste vertikale Linie ist ein Lichtimpuls, der in der neuen Die erste vertikale Linie, das ist die, ist ein Lichtimpuls, der in der neuen befreiten, der in dem neuen befreiten Raum heilsame Kräfte einströmen lässt, ja. Und dieser neue Freiraum wird durch die weiteren Linien aufgebaut. Und zwar ich mache es wieder mal bunt, weil es ja geheißen hat, man kann sich mit den Farben spielen. Das ist die zweite. Ja, also der erste geht von oben nach unten. Der zweite geht von links nach rechts. Ja. Der dritte geht wieder von oben nach unten. Wir zeichnen jetzt diesen Freiraum. Und der vierte geht wieder von links nach rechts. So. Und jetzt kommt die Ellipse in der Mitte. Die hat eine behütende und nährende Funktion. Da kannst du dann zur Ruhe kommen und ein neues, erfüllendes Lebensglück entstehen lassen. Ich mache die aber jetzt auch mit Orange, weil es mir einfach gefällt. Und zwar ist das Nummer 5. Zeichnest eine Ellipse. Genau. Das ist der fünfte Strich. So, jetzt habe ich mich mit den Farben gespielt. Jetzt sieht man es doch nicht so schön. Ich zeichne es euch unterhalb nochmal. Also die erste senkrechte Linie, ja. Dann die zweite waagrechte. Dann die dritte. Die vierte.
und die Ellipse. Und das ist das Zeichen Stil. So, und wer sich jetzt schon ein bisschen mit der Schrift der Under D beschäftigt hat, jetzt schreiben wir auch mit diesen Schriftzeichen das Wort Stil darunter. Ich schaue mal, dass ich einen schmaleren Stift finde. Also, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das S sieht aus wie so ein verkehrter Sessel. Ja? Das T ist gleich wie bei uns, weiches oder hartes T. Das I ist der Haken. Und das L sind die zwei Striche. Das ist das Zeichen Stil. So, meine Lieben, ich hoffe, das war heute wieder ein neues, spannendes Zeichen auch für euch. Und da geht es eben auch wirklich darum, Emotionen, Ärger, Schuldzuweisungen auf andere, die dich triggern, aufzulösen. Das ist ja auch wirklich ganz ein wichtiger Aspekt, weil auch wenn du andere beschuldigst, es nagt ja trotzdem an deiner Energie, weil du in einer Unzufriedenheit steckst. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Vielleicht schreibt ihr auch noch in den Kommentaren mal rein, wie euch diese Zeichen gefallen, vor allem wie euch diese Reihe der Under D gefällt, ja, ob ich es weitermachen soll oder ob es euch jetzt nicht so interessiert. Wie gesagt, Under D haben ja diese Zeichen weitergegeben, um die Erde in so einem Lichtplaneten, Liebesplaneten umzuwandeln, das wir ja alle brauchen können, ne, in Zeiten wie diesen. Und die ersten 11 Zeichen der Under D sind Befreiungszeichen. Und die nächsten Zeichen, die dann kommen, dienen der Selbstliebe, das wir ja auch alle brauchen können. Gut, meine Lieben, dann bis bald. Tschüss.